Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Plays Lion Ranger. Ja, letztens waren wir in den Ruinen unterwegs und haben mit einigen Suchen den großen Gordo gefunden, den Explosions-Gordo. Und ich habe das schon gesagt, da ist auch irgendwo noch ein Quantum-Gordo. Und ja, heute werden wir den suchen. Dafür habe ich, wie ihr seht, Minzmango, Quaterbeeren mit. Ist zwar beides nicht sein Lieblingsessen, aber was wir nicht an Qualität haben, können wir mit Quantität hoffentlich wieder wettmachen. Und da wurde ich mal wieder getroffen. Was ich auch dabei habe, ist der Quantenplot von unseren gekreuzten Quanten- und Phosphor-Slimes. Und den benötige ich, damit ich in die Glaswüste komme, weil, wenn ich das recht verstanden habe, über die Ruinen kommt man in die Glaswüste. Und ich habe auch schon gesehen, dafür braucht man Quantenplot. Ich weiß zwar nicht wie viel, aber ich gehe davon aus, dass 10 Stück reichen. Mit 12 sollte ich also gut bedient sein. Und ja, wenn das alles so glatt läuft, wie ich mir das vorstelle, dürften wir heute neue Slimes finden. So, gehen wir den altbekannten Weg. Dum, 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 dum. Da sind wir auch wieder in den Ruinen. Meine Energie hebe ich mir auf. Ich brauche ja gleich das Jetpack wieder. Wo es schon ein Stückchen ist. So. Ein bisschen können wir. So, jetzt aber gleich. Das große Tor da drüben ist unser Ziel. Hatte ich eigentlich letztens schon erwähnt, dass ich die Musik von den Ruinen toll finde? Wenn nicht, dann habe ich es gerade jetzt nachgeholt. So, ist die Frage, da oben? Das Tor da oben ist zu, folglich müssen wir es erstmal öffnen. Und eigentlich sollten die Schalter nicht so weit weg sein. Okay. Das könnte er doch sein. Okay, da geht's schon. Wieder hier rüber, nicht runter. So, jetzt müssen wir schauen, ob es das Richtige war. Ohne die Schwerkraft zu sehr zu bemühen, käme ich dann am besten eine Schrube. Komm, komm, komm. So. Das ist jetzt schwer zu erkennen, aber ich glaube, es ist offen. Das sieht nicht so blau aus, wie ich bin, aber das hat. Ja, das ist doch offen. Ja, dann haben wir jetzt einen ganz neuen Teil der Ruinen. Okay. Darüber müssen wir, soweit ich mich erinnere. Gemein ist, man muss sich irgendwo runterfahren lassen. Natürlich nicht irgendwo, sondern an einer speziellen Stelle. Deswegen suchen wir die jetzt mal. Naja, da wollte ich eigentlich jetzt nicht runterfahren lassen. Gut, das war noch rechtzeitig. Na, willst du noch springen? Das sieht auch nicht richtig aus. Das könnte richtig sein. Frage ist jetzt nur, ob da noch eine Tür ist oder so. Ja, komm, nicht ins Wasser. Ha, gefunden. Hier, kriegst du mal Mangos. So, haben wir zwei Schlüssel. Ich denke, für die Wüste werden wir noch einen brauchen, aber ein zweiter kann nicht schaden. Hoch, 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 hoch. Gut, Mission 1 schon mal erledigt. Heute Rekordzeit, da nicht verirrt. Mission 2, begeben wir uns mal auf die Suche.
besuchen ein tempelartiges Gebäude. Das sieht alles nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Schauen wir mal in die Richtung. Ja, okay. Ganz ohne Suchen wird es mir nicht gehen. Und das zerfügen sie da im Tempel aus. Au, dann tut ihr mir weh. Habe ich gar nichts getan, hat gar nicht die Gelegenheit dazu. Aber vor Gelegenheit sollte ich auch mal versuchen, wieder meinen Wasserhaushalt zu füllen. Aber Deko schön und gut brauche ich jetzt aber nicht. Aha. Voller Sackgassen. Okay. Davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir finden schon. Man kann natürlich auch einfach drum herum gehen. Das war einfacher als erwartet. Echt, ist das schon die Lösung? Hui. Ja, das ist die Lösung. Und dann. Boah, und das sind gefühlten 5 Minuten. Lief doch heute schon mal super. Okay, theoretisch brauche ich jetzt aber Platz für anderes Zeug. Den Bären werde ich wohl opfern müssen. So, was haben wir denn hier? Erstmal wieder eine Info. Die überspringe ich. Will nicht zu sehr spoilern. So. So. Okay, der Rest ist geschenkt. Machen wir einen 2 für die Wüste. Das hätte ich anders formulieren sollen. Zack. Mit Teleporttechnik. Und einer sengenden Sonne beschworen Regenbogenfarben in giganten Schönheit und Gefahr herauf. So. Hier sieht auch hier schon mal passend aus. Viel Abgrund, viel Sand, viel Glas. Das wird wohl jetzt alles nur so kaskadenartige Treppen sein. Willkommen, mein Freund. Was bist du? Ein Derwisch-Slime. Am Tag dreht und wendet sich und nachts wirbelt er herum. Okay. Neuer Slime heißt neues Futter in der Regel. Peaksburner. Mhm. Okay. Bin ich mit einverstanden? Derwisch. Ja, dich brauche ich sogar separat. Ich will nicht mit einem der neuen kreuzen. Mhm. Okay. Mein Wasser ist dafür nicht gut genug, scheint mir. Ich gehe mal davon aus, dass mit Wasser die anfangen werden zu glühen. Weil es hieß ja bei den Update-News, dass man die Oasen zum Blühen bringen soll. Okay. Hier muss also wahrscheinlich so ein Schleim rein. Also so ein Plot. Bist du ein neues Huhn? Nein? Dann bist du weniger interessant für mich. So. Parfum. Sollten wir aufsammeln. Viel nehmen wir mit. Was wir genau brauchen. Steinschlag kennen wir. Bin direkt getroffen. Ah, neue Hühnchen. Na,
Ja, ich brauche schon für meine Slimepedia. Ach, meine Güte. Das bemalte Huhn. Mission Story. So, hier oben aber noch ein Krippengarten. Achso, das wird. Wie wollte ich das sagen? So, wieder Freiheit für euch. Da haben wir wieder was, was wir jetzt zum Blühen bringen könnten. Könnten, aber nicht können. Okay. Dafür eine Brücke rüber. Aber das schaffe ich mit dem Jetpack wahrscheinlich nicht. Das schaffen wir doch ein bisschen zu hoch. Oh, hier ist auch eine Brücke. Okay, hier sind große Tempel. Ach, so ein Rankenschein. Das Gordon. Ja, dich werden wahrscheinlich füttern müssen, damit wir irgendwie so Zugang hier erhalten. Das ist die Frage, was du isst. Guck mal, ob du Hühnchen magst. Na, magst du Hühnchen? Okay, das ging durch. Der mag Hühnchen. Dann sammeln wir Hühnchen. Da ist noch eine Schleimtür, ich habe noch einen Schleimschlüssel. Ist also kein Problem. Schauen wir uns hier erstmal um. Hühnchen? Ach, das sind verschieden alles. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen anstrengend. Jetzt hier in verschiedenen Huhnorten. Gut, okay, vier. So. Oh, hier ist noch so ein kleiner Tempel. Ah, okay, das sieht erstmal ungesund aus. Irgendwas passiert. Außer dass es orange ist. Okay. Ich denke, das ist meiner Gesundheit abträglich. Oh, da kommen auch voll was raus. Viele von euch nehmen wir mit. Okay, das ist nicht gut. Okay, es geht, sieht schon. Da ist wieder ein Leben. Gibt mir noch einen fünften? Okay. Feuerstein habe ich jetzt genügend. Boah, ist ja auch noch ein Tor. Okay. Ich lasse es erstmal zu und gehe hier runter. Guck mal, wie was ist. Ja, es wäre noch eine Möglichkeit für eine Oase. Steinschleim, das könnten wir hinkriegen. Eventuell müssen wir vorher nochmal nach Hause, aber. Was esst ihr denn? Nee, ihr seid Gemüseesser. Ich könnte die Küken höchstens für Dame nehmen bei ein paar. Ja, immer schwer. Immer schwere Entscheidungen. Okay, wenn es doch so viele sind. Ja, du bist ein Hahn. So.
Hier ist eine Quelle. Aber die kann ich mit dem Wasser nicht aktivieren. Jetzt muss ich wohl doch mal den Hinweis lesen. Ich glaube nämlich, die Wüste ist auf jeden Fall ein harter Ort, aber dort gibt es kleine Nischen wie diese hier, wo das Leben darauf wartet, zurück in die Erde zu fließen und nach den Wolken zu greifen. Natürlich könnte das schneller vonstatten gehen, wenn du ein wenig mit anpackst. Benutze deinen Krebs. Ja, mein Krebs sagt mir, dass ich wohl dort einen Rockplot eingeben darf. Solange ich ihn noch nicht habe, ist das natürlich nicht so leicht. Okay, hier war eine Tür, die suchen wir. Küken, Smalls. Machen wir die Tür auf. Okay, das war das falsche Küken. Das sieht alles nicht sehr lebensfreudig aus. Das sind jetzt alles falsche Küken. Ironie. Dürfte so zu einem anderen Tor führen. Oder nicht? Nee, Totenkopfsymbol hatte war mir noch nicht. Okay. Wow. Auch ein großes Gebiet hier. Also sobald ich 10 Derwish Slimes habe, gehe ich auf jeden Fall zurück erstmal. Echt gesagt, diese neuen Hühner gefallen mir rein optisch. Sehen schön aus, haben sie gut gemacht. So. Jetzt habe ich mich natürlich ein wenig verlaufen, okay. Für die Statistik. Okay, bleibt mal da drin. Ich komme gleich wieder. Silberwurzel, okay. Hatte ich nicht mal 3 mehr? Ich hatte nicht 9, ich hatte 12, oder? Okay. Hühnerverschwindungsstätte. Wow. Toll. Aber okay, wir sind jetzt nicht hier zum fasziniert sein, wo ich bin. Sondern wir versuchen ein bisschen Hühnchen zu finden, noch ein paar Derwischleime. Und noch die 2 anderen, die ich gar nicht gefunden habe bisher. So. Bäumchen mit Früchten. Schön da bleiben. Ihr seid noch nicht reif. Okay, schön wieder herkommen. Ach, das beeindruckt mich doch nicht. Ihr seid schnell, das beeindruckt mich wieder. Kommst du bitte mal her? Danke. Wow.
Ganz normal und Besonderheiten. Das wird wohl pinker Plot sein, den man hier braucht. Hier ist also schon mal pink, blau, Tanke. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt wohl. Aber es ist ja nur für einen kurzen Moment. Komm, kaka, kaka. Bleib dort, ganz cool. Ganz cool. Ach nee, der Wisch, okay. Hab nicht den Kreis drumherum gesehen. Aber das lässt sich jetzt ja auch machen. Oder? Nee, ihr seid Pflanzenfresser, ne? Stimmt. Lässt sich nicht ganz so leicht machen. Oh, hier gibt es sogar sowas wie Wasser. Kleinen Moment, das Störgeräusch nervt. So, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Das sind die Rasenmäher. Die brauchen jetzt schon 3 Wochen, um geschätzt, wie viel wird das sein? Sagen wir 10×20, also 200 Quadratmeter. Wiese zu mähen. Es ist nicht zu fassen. Okay, hier wird wohl in späteren Updates noch was dazukommen. Das ist ja das typische Bausymbol. Wir müssen jetzt aber erstmal den Weg zurück zum Tempel finden. Ich muss meine Hühnchen abliefern und die ersten Slimes zurückbringen. Geht's lang? Ah, okay. Aber dass ich nicht zurück kann, glaube ich nicht. Wow. Okay, das Treibsand. Oh, das ist ein vertrautes rotes Leuchten, was das wohl bedeutet. Höchstwahrscheinlich tot. Ach, paar kleine Löcher im Boden, wollen wir uns reinlegen. Klappt wahrscheinlich ganz gut. Wow, neue Slimes. Ach, das ist jetzt aber gemein. Okay. Ich habe mich für euch entschieden, enttäuscht mich nicht. Der Mosaik-Slime. Mosaik, Mosaik. Da. Der mag die Silberwurzel. Alles klar. Ach, das sind die Momente, wo ich mir mehr Platz für mein Backpack wünsche. Eine Sackgasse. Erfahrungsgemäß, wenn ich oft genug in den Gelenden rumrenne, kenne ich mich irgendwann auch aus. Okay. Wenn ich jetzt noch 5 Mosaik-Slime mehr hätte. Mit was will ich den überhaupt kreuzen? Ach, mit den Derwisch. Das ist eigentlich gar nicht mal so uncool. Mir reichen insgesamt 10. Ehrlich gesagt, ein Weg raus jetzt wäre mir aktuell das Liebste. Das heißt, zum Tempel und dann raus. Nein, passt nicht. Okay. Ehrlich gesagt, sieht das alles so aus, als hätte ich es noch nie gesehen. Leuchtet was wunderschön? Ah, okay. Das steht Mosaik da, okay. Es ist ja toll, dass ich jetzt wirklich die ganze Wüste mal abgehe, aber eigentlich ist mir Rückweg wirklich gerade lieber. Okay, das scheint wohl eine Sackgasse zu sein. Ach, ich hab schon schnell das gemacht.
Bing. Wand. Schlecht. Warum? Weil ich jetzt ein bisschen ratlos bin, wo ich lang muss. Das ist nicht gut. Das ist sogar ausgesprochen schlecht. Ich meine, gut, irgendwann komme ich wieder an, wo ich hin möchte, keine Frage. Das sieht zum Beispiel ein bisschen vertraut wenigstens aus. Kann aber täuschen. Wow, okay. Wo sind wir? Und schaffe ich es bis darüber? Ach nee, oder? Oh nein, das ist mein Pinker. Aber wir sind jetzt wieder oben. Von hier oben kamen wir doch irgendwie. Ich darf jetzt nur nicht irgendwo runter machen. Und hoffentlich funktioniert diese Idee. Okay. Der Weg in die Ruinen war leichter als gedacht. Aus ihm raus ist jetzt das Problem. Ah, hier wäre dann die nächste Oase. Wo muss ich lang? Komm, das schaffst du. Okay, schaff's nicht. Da ist eine unsichtbare Wand. Es muss doch irgendwo lang gehen. Ja, von hier kam ich doch quasi gerade. Da oben ist ein Mosaik-Gordo. Bei dem war ich noch nicht, aber das wird man noch weiterhelfen. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter, Leute. Ganz ehrlich, das ist nicht cool. Ist die Frage, ob es hier rüber weitergeht? Okay, offenbar nicht. Wo bin ich nur gelandet? Ah, hier war ich doch schon. Das ist tödlicher Sand. Geht's denn hier wieder? Doch, vielleicht doch. Das kann nicht sein, dass ich nicht weiterkomme. Ja, bin ich wieder hier? Jetzt wünsche ich mir eigentlich, ich hätte noch einen Schlüssel mehr. Okay, Leute, ich verzichte auf den Tempel, wenn ihr mir den Heimweg zeigt. Klingt das fair? Ach, den Tunnel kenne ich leider auch schon. Der hilft mir nicht weiter. Das sind so die Momente, wo ich mir eine Karte wünsche. Ich meine, klar, am Anfang waren die Gebiete alle mal klein, das war übersichtlich, man kam super durch. Da war eine Karte quasi unnötig. Aber jetzt, wo die Gebiete immer größer werden, wo gefühlt größer werden, ich meine, es ist ja an sich gut, dass die Gebiete größer werden. Mehr Spieltiefe, mehr Möglichkeiten zu erkunden, wunderbar. Aber leider auch mehr Möglichkeit, sich zu verirren, nicht lang zu wissen. Ich erinnere mich, dass ich hier auch schon mal war. Thank you.
Hi. Ist okay, wenn ich mich schon mal ärgern lasse, ja? Das da drüben sieht doch nett aus. Leg mich auch nicht rein. Mag ich nicht. Ja, das ist. Wir sind auf dem Rückweg, das erkenne ich wieder. Wir haben hier mit dem Schlüssel das Tor aufgemacht. Das heißt, ich komme auch am Tempel vorbei. Aber jetzt nur kein Mist machen. Yay, Freiheit! Euro und Küppe schlüpft. So. Ja. Verworrene Wüste. Ja, ich war so lange unterwegs, die Küken sind alle geschlüpft. Gangen die aus deinem Bauch raus? Okay, damit will man jetzt aber auch nicht wirklich länger befassen. Vorstellen, dass sie das ohne Teleporter gemacht haben. Muss da theoretisch auch irgendwo ein Teleporter zu finden sein. Weil immer wieder vor und zurückgelaufen ist, dauert ja echt lang. Das wäre so. Ich habe mich schon immer gefragt, wofür man eigentlich einen Teleporter produzieren kann. Aber hier für die Wüste wäre das schon nicht schlecht. Immerhin, ich laufe mir jetzt ja quasi einen Wolf. Ja. Ups, ups. So. Was liegt so in meinen Äpfeln dann? Ja, machen wir uns auf den Rückweg. Sehen, wie man möchte, glaube ich. Aber wir müssen auf jeden Fall da hochkommen. Schauen wir da rüber? Okay, nicht rennen. Wir brauchen Energie. Hätte ich jetzt schon sogar Hühner sammeln können wieder. Aber egal, wir bleiben eins diesmal. Ich sehe, es ja die Zeit auch bald um. Echt? Da ist der Eingang zugänglich, den ich noch drücke. Guck mal, wer ihn aufmacht. Das sollte nicht das Problem sein. Okay, das sollte kein großes Problem sein. Machen wir halt hier lang. Da haben wir ja das Schiff weg. Puh. Okay, die Entfernung sieht da schon ein bisschen höher aus. Vertrauen haben. So, okay. Wir sind wieder im Spiel. Aufpassen wegen der Energie. Und aufgepasst. Oh, ist so, zurück. Wow, viele Hühnchen.
Bräuchte ich schon mal. Sei doch ein guter Anfang. Komm. Ja, ich glaube, bei dem nächsten Let's Play. Wie mache ich denn das? Laufe ich dann wieder alles hierher? Oder stelle ich jetzt erstmal einen zwischenzeitlichen Teleporter her? Ah, hier. Okay, gut. Nein, das Züchten der Slimes, so, das machen wir erst beim nächsten Let's Play. Das wird jetzt ein bisschen von der Zeit zu knapp. Ich glaube sowieso schon, dass ich ein wenig drüber liege über die halbe Stunde. Wieder mal. Hier kann man idealerweise abkürzen, okay. Stopp. Doch, hier ist richtig. So. Hier ist ja kein Gestrüpp. Und... Okay. Genau an der Stelle machen wir dann das nächste Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Jetzt haben wir die ersten Schritte nervös gemacht. Ja, nächstes Mal, wie gesagt, tun wir jetzt unsere neuen Schleime aufbewahren. Es fehlen auch noch ein paar neue. Der Tangle-Slime fehlt noch, soweit ich weiß. Den versuchen wir das nächste Mal zu bekommen. Und nächstes Mal versuchen wir ein bisschen Leben in die Wüste zu kriegen. Okay. Tschüss.